war unser Start 2016 als Digitalnomaden, ja, überhaupt die Idee zu haben. Und jetzt haben wir uns gerade mal ein paar Bilder angeschaut. Genau, wir sind dabei, also mal ein paar Bilder durchzuschauen vom letzten Jahr. Von den ganzen Reisen, die wir gemacht haben, und dachten uns, wir machen jetzt mal einfach mal einen coolen Jahresrückblick für euch. Genau. Wollen wir uns auch ein bisschen mit bedanken für? Ja. Für die treuen Abonnenten, für alle, die sich immer interessieren, die in den Kommentaren was schreiben oder über Facebook uns liken. Ist ganz toll und da freuen wir uns riesig drüber, über dieses Wachstum, was wir da haben, für alle Interessierten, die uns da begleiten bisher. Das Jahr, wie gesagt, gestartet im Februar, März, ist das erste Mal die Idee aufgetaucht. Digitalnomaden, du hast im Internet geschaut? Genau, ich habe mal geguckt, so Bilder gefunden von Travelisha, wie sie da am Strand liegt, in der Hängematte und halt immer weiß mit ihrem Laptop und von da aus arbeitet, also mit dem Laptop quasi. Und dachte ich mir, ey, ist eigentlich eine coole Idee, weil ich war immer unterwegs, dachte, shit, ich muss immer zurück nach Hause, ins kalte Deutschland, habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Und ja, da ist die Idee entstanden, Digitalnomaden, genau, ein bisschen gegoogelt, was es eigentlich ist. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo du mir den Link geschickt hast, dann, hey, genau, guck dir das mal an. Das ist die Lösung. Also, ich habe die Lösung. Schau dir das mal an, was die da so machen als Digitalnomaden. Ist das nicht das, was wir eigentlich suchen? Ja, das ist eigentlich, was wir suchen, ja. Und das war Anfang dieses Jahres, Februar, März, die Ideen, das Durchlesen, überhaupt mal ein paar Informationen sich zu besorgen. Und dann stand relativ schnell für uns fest. Das ist unser Weg, das ist unser Ding. Ohne zu wissen, wie. Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Ja, also, muss sich alles irgendwie entwickeln. Dann haben wir irgendwann die Homepage erstmal gebastelt und geguckt. Genau, das ging dann halt das Jahr so weiter, März, April. Man braucht ja irgendeine Plattform. Genau. Ne, wir brauchten Facebook, wir brauchten Instagram, wir brauchten diese ganzen Social Medias, um wirklich die Themen, die wir dort halt rüberbringen wollen, halt euch auch zu vermitteln, diese Kommunikation stattfinden zu lassen und auch eine Basis für ein Online-Business zu haben. Das ist ja so der Ursprung, um dann halt das Ganze in die Wege zu bringen. So dass der März, April eigentlich damit voll war, wirklich das zu bauen. Nebenbei noch, was später mal kommen wird, Jamies Buch weiterzuschreiben, das ist ja auch mal noch ein Thema, was ganz hinten dran hängt zwar, Erlebnisse. Aber das war eben auch im März, April so ein großes Thema, wo wir viel Zeit für aufgewendet haben. Aber danach hat Julie mich allein gelassen. Ja, dann war auch genug mit Germany erstmal für mich, dann bin ich erstmal dachte, komm, jetzt auch noch los wieder mit den Kids, barfuß am Strand, das ist einfach das, was das Leben einfach lebenswert macht. Bin ich eben nach Thailand geflogen mit den Kids, dann ein bisschen Zeit verbracht. Da sind wir dann also 12 Stunden lang nach Phuket geflogen und erstmal die Sonne genossen, die Wärme nach der langen Winterzeit und dann zum Resort gefahren, wo dann ganz viele Tiere waren. Also da waren riesige Schildkröten, hat die Julie erstmal draufgesetzt auf eine und die gefüttert und da waren Hasen und Hühner und alles Mögliche. Es war echt super cool. Und wir haben da direkt am Karon Beach gewohnt, echt ganz toll, ewig langer, so goldfarbener Sandstrand, war echt total schön und mit Poollandschaft und haben wir erstmal das genossen und diese riesigen Auswahl an Früchte, die es da gibt, ist echt cool, da sind so riesen Malls, wo wir auch echt viel Shopping gemacht haben und Fun gehabt haben und eben auch das Crazy Nightlife mal erlebt haben in Patong. Das war auch mal ganz spannend für die Kids, da war da so eine coole Bar mit Tiger und Tieren und war echt cool. Und dann sind wir irgendwann übergesiedelt nach Trawangan und es war halt ein bisschen voll und viel Partyvolk unterwegs, aber wir hatten zum Glück ein cooles Resort ganz oben an der Insel am Sunset Point, so im Afrika-Style. Das war eigentlich ganz toll und ja, Schildkröten im Meer und das war echt ganz nice. Und mit den Kids alleine war es eben echt easy, weil du hast echt überall Hilfe und Babysitter, die kümmern sich voll um die Kids und lieben Kinder einfach, ist echt schön. Dann waren wir irgendwann noch auf GDR, hatten eine coole Hütte, so im Treehouse-Style mit einem offenen Schlafzimmer, ganz idyllische Insel. Ja, und dann sind wir auf Dilimeno gelandet, wo es dann eben echt auch, wo es dann echt nochmal ruhiger war. Und das Coole an den Gillies eben, du hast keine Autos, ist echt angenehm, da kannst du die Kinder einfach rumlaufen lassen. Oder einfach auch, es war so cool, da einfach wild and free zu leben, schon mal, die ganzen Leute. Und du warst währenddessen ja der DX. Ja, vielleicht noch dazu zu sagen halt, wir waren auf YouTube zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gut aufgestellt,
sodass die Videos, die du damals gemacht hast... Ich habe immer Videos gemacht, wollte es ihnen schicken, aber die kamen ja überhaupt nicht rüber und es war frustrierend. Haben wir jetzt noch welche zusammengestellt. Genau. Und da könnt ihr auch ein paar Szenen von sehen jetzt in der Folge, sodass ihr da seht. Genau, habt ihr noch gar nicht gesehen, wo Juni allein unterwegs war in Thailand, in Indonesien mit Jamie und Juni. So dass er da auch nochmal einen Überblick hat, was da so passiert ist. Blenden wir euch ein. Genau. Auch Bilder von der DNX. Genau, DNX war ich in der Zeit im Mai. Philly, was du vorhin sagst, und der Markus sind ja so diese Urväter der DNX und so eine großen Vorreiter der Digitalnomaden-Community in Deutschland. Veranstalten da jährlich große Zusammentreffen, wo viele, die es schon geschafft haben, die in dem Business tätig sind und Interessierte sich halt treffen, um da sich gegenseitig auszutauschen. Es waren ein ganz Teil inspirierende Gespräche, viele Leute getroffen, die bis heute irgendwo noch in Kontakt besteht, die wir auch auf unseren Reisen getroffen haben, wie die Theresa halt, die wir dann auf Bali plötzlich treffen, die habe ich dort kennengelernt auf der DNX. Jetzt waren da ein Pancakes zusammen. Das ist cool. Und da habe ich auch ein paar Bilder noch, die blenden wir euch dann halt auch ein, dass ihr da sehen könnt, was da so bei der DNX passiert. Wie viele Leute das auch sind. Ich glaube, die jetzt folgende im 2017 ist noch mal größer. Ist schon eine Riesenveranstaltung. Aber so als Input nicht schlecht. Aber jeder muss dann seinen eigenen Weg finden. Also es ist sicherlich so eine Aufbruchsstimmung, aber man kriegt da sicherlich kein Konzept, wo man sagt, so mach ich's. Ja, das muss jeder selbst entwickeln, da muss man selbst seinen Weg finden. Aber die DMX ist hilfreich und hat uns da doch auch weitergebracht. Und dann ging's los für Kello. Dann habe ich mein Ränzchen geschnürt. Indonesien. Hab mir die Ducky geschnappt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch auf Facebook die Posts von Ducky auf dem Weg nach Jelimeno. Ein Typ mit seiner Ente in den Arm ist dann nach Dubai gereist. Ging ja los mit schon der Taxifahrer in Stuttgart damals noch. Wow, was hast du denn da für eine große Ente? Der hat auch gleich unterschrieben drauf. Dann den Flughafen in München ist er alleine übers Förderband gezischt, die kleine Ente. Im Flugzeug in Doha aus dem Fenster geguckt. Die Bilder seht ihr hier ja im Hintergrund. Und dann die Landung halt auf Bali, schon ganz toll. Abends, dann hieß es aber noch weiter, erstmal nach Lombok. Abends, nächster Flug, hops, gerade so geklappt. In Deutschland unvorstellbar, wer in Deutschland nicht gegangen hat, zwischen dem Abholen vom Koffer, da muss ich ja aus dem internationalen Flughafen in den regionalen Flughafen, aber mit den Indos ganz toll. Muss ich sagen, wirklich überall Hilfe, kein Stress. Auch 10 Minuten vorm Abflug sind die noch völlig, hey, komm, gar kein Problem. Ja. Dann fliegt man da nach Lombok und wow, denkt sich, mit dem Schiff abends noch auf die Insel rüber. Das klappt, aber auch da, es stand einer vor der Tür, mit dem Schild, hat mich abgeholt und zur Insel rübergebracht. Ganz tolle Geschichte, ist in meinem Blog ja nochmal nachzulesen, verlinken wir euch auch hier oben dann drin. Die abenteuerliche Reise. Genau, mein Jelimeno. Dann angekommen da irgendwie waren dann, war vorher schon voll wellig, voll Sturm. Ich dachte, was ist hier los auf einmal? Kello kommt. War das irgendwie geschafft zu uns, eine kleine Hütte zu finden, mitten am Strand, unbeleuchtet, alles dunkel. Ja. 20 Minuten nach ich eingepennt, war die Hilfe. Aber die Jungs, die man unterwegs getroffen hat, immer hilfreich sagen, Blue Coral, this way, Blue Coral, this way. Und irgendwann stehst du halt davor, dann sagst Blue Coral. Dann sind da jede Menge Hütten, alles schläft. Aber ein Handtuch hängt über dem Zaun mit Cars. Das muss ich sagen. Ist Jamie's Song. Ne? Von daher war das dann halt der nächste Step. Genau, und dann war Kello da und dann ging die schöne Zeit los. Echt wild and free. Erst auf Jelimeno, dann haben wir uns da halt mal ein bisschen, ne? Cool Insel. Also für mich war erstmal überhaupt das Ankommen, das Erleben, die Menschen, die besondere Natur, alles so. Ihr wart ja schon eine Weile da. Ich kannte das ja auch schon von den ganzen Jahren vorher. Ich war ja schon immer irgendwie in Asien-Fan und immer schon von den Leuten begeistert, von der Ruhe, von der Gelassenheit und so. Und es alles so einfach ist da halt. Genau. Ja, und die Hütte war ja auch faszinierend, ja, die daraus geholt. Echt. Einfache, aber cool. Ja, das war echt nicht. Am ersten Tag schon geführt wie Robinson. Ja, wir hatten echt einfach nur mit einer Hütte mit einem kleinen Bettchen drin, Outside-Dusche. Kleiner Annulator, man nachts ein bisschen schlafen konnte, aber mega geil. Also nachts Fenster auf, diese Türen da aufgehakt und dann direkt aufs Meer rausgeschaut, die Wellen die ganze Nacht gehört. War echt super schön. Vor der Haustür direkt dann so die Schildkröten im Meer. Ja, auch ein cooles Erlebnis. Die Leute, die da so gearbeitet haben, waren irgendwann richtig Friends mit uns und haben dann kleine Armen hier mit den Kindern gebastelt und so. War echt total schön. Die Videos dazu verlinken wir euch hier oben auch wieder nochmal, wer nochmal was schauen möchte. Ja. Die ganzen Serien dazu ist unter dem... Muss man einfach auch Bilder und Videos sprechen lassen, weil... Genau. In der Playlist Indonesien findet ihr die ganzen Videos dazu. Genau, alles so auf Indonesien, der Seite. Genau.
Dann Lombok. Ich musste dann irgendwann mal mein Visa verlängern, weil das war ja schon ein bisschen Overstay. Und haben wir das halt dann abgeholt und ein bisschen mit Lombok verbunden. Da haben wir dann auch ein bisschen Pool und... Zahnarzt. Ja, Zahnarzt. Aber dann so komisch, wenn man so lange auf einer kleinen Insel war mit ein paar Leuten da drauf ohne Autos. Plötzlich dann doch so viele Leute, so viele Autos. Wow, das war dann ein bisschen zu viel dann so. Und es war trotzdem cool, ja. Aber... Für mich wichtig noch als Information halt für euch, die vielleicht auch mal so überlegen, dahin zu fliegen. Es gibt ja immer so diese Denkweise, oh, armes Land und da ganz schlimm und der Arzt arbeitet noch mit rostigem Besteck. Das Erleben, Jamie musste halt, wie gesagt, zum Zahnarzt, hatte dort ein Loch im Zahn. Ja. Und ein ganz tolles Krankenhaus. Ist ein internationales Krankenhaus, klar, sicherlich mit internationalen Geldern aufgebaut. Aber ganz modern, mit einem super Ablauf auch dahinter. Ja, ganz ich habe mir das sehr, sehr schwierig vorgestellt, also als Ausländer, jetzt so eine Sache durchzuführen. Ohne irgendwie, und dann, also wir kamen da rein, 10 Minuten gewartet, bisschen Taler bezahlt zur Aufnahme und direkt rangekommen, kein Problem gewesen, jetzt schnell fertig gemacht und ja. Und wirklich auch auf Jamie eingegangen, so halt. Ja. Ist schon schwierig mit ihm, wenn er so schreit, aber nicht vor Angst oder vor Schmerzen, sondern diese das Unbekannte. Das ist ja, natürlich, wenn er so ein Bauch auf, so Mund auf. Aber wirklich ganz toll gemacht. Ja. Das war mir wichtig, halt, dass man da auch wirklich eine Lanze bricht, zu sagen, hey, brauchst da kein Problem, brauchst keine Angst haben, wenn dir mal was passiert, da sind wirklich gute Voraussetzungen, jeder hilft dir, das ist schon gut. Da hat man hier, da hat man mal ein anderes Gefühl. Die schicken einen dann zum Hausarzt zurück, zum Krankenhaus. Das Erleben hat man ja auch. Ja, also dass man hier manchmal echt, denkt man, hier ist das Hinterland und da ist es. Ja, da ist die Freundlichkeit und das alles zu sehen. Genau, und eben alles mit einem Lächeln, das ist einfach das Schöne an Indonesien oder generell an Asien. Mhm. Immer alles mit einem extra Smile. Genau. Dann, Lombok und dann wieder zurück auf unserer schönen kleinen Insel. Jetzt kommt man wieder zurück und vielleicht kommt die Ruhe zurück. Ja. Also mir ging das so, 3 Tage waren wir zwar da, Pool, alles mögliche, viele Menschen abends, hat die Kellner die Schuhe an. Die Hektik auch so ein bisschen gekriegt. Aber du kommst zurück da in der Dinge hin, nachdem wir mit dem Boot angelandet sind. Hast einen Kaffee Lombok, der zwar nicht der beste ist, aber... Daran werde ich niemals gewöhnt in meinem Leben, das war alles. Die Kaffees sind ein bisschen mit gewöhnungsbedürftig, die wissen nicht genau, wie es geht, glaube ich, aber trotzdem, egal. Gibt ja immer irgendwo einen Umgangspunkt. Ja. Aber man war wieder auf der Insel halt und man hat sich da ausgefühlt. Geil. Leichter ausgefühlt wieder auf der Seite. Und gleich die Planung gemacht, was machen wir als nächstes? Ja, und da Jamie ja auch immer gerne Tiere, ist ja voll der Tierfreak, gerne Tiere in freier Wildbahn sehen möchte und wir das auch voll, es ist auch unser Ding. Ja. Und dann ist das ja um die Ecke quasi, Komodo liegt mit den riesen Drachen und diesen ganzen Naturwundern. Mhm. Nach mal kommen, aber als Abschluss machen wir nochmal eine Komodo-Tour, was echt gelohnt hat. Ja. Die Erlebnisse. Etwas länger als eine Woche war schon genial. Das war super, super schön. Weil das ist ein echtes Abenteuer, wie ich als Kind mir das auch vorgestellt hätte. Ne? Mhm. Eine Stunde Flug von Bali, dann bist du auf eine Insellandschaft, die mitten im Meer liegt, ringsrum. Das ist einfach nur mega aus, diese Riffe zu sehen. Ja. Und eben noch ein Zustand, so wirklich, wie man das so als Abenteuer sieht, so wie eine Pirateninsel, dieses Labuan Bayo. Ja. Die Basis ist halt so, das ist wirklich. Da ist halt 100 Jahre nichts passiert. Ja, eine Straße durch halt, die ist eine Straße, kann man nicht wirklich sagen halt. Bürgersteig mal ja, mal nein, ein bisschen. Irgendwo so hingepflanzt. Überall wimmelt es von Leuten, jeder hat irgendwas zu verkaufen, anzubieten, irgendwelche Dinge zu machen. Es gibt einen Hafen, der ist relativ gut ausgebaut, aber es ist halt eben wirklich was von so einem Piratennest und das ist ja für so ein Erlebnis toll. Und wenn dann so kleine Kinder aus Europa, Weiße, dort auftauchen, ist nicht so mit häufig. Blauen, großen Augen, blonden Haaren. Dann ist dann natürlich auch jeder dreht sich um, überall ist gleich Hurra und Tralala. Das ist dann eigentlich wirklich cool. Und man hat da dann eine super Zeit. Wir haben tolle Erlebnisse. Auch dazu gibt es ja tolle Videos. Ja, da müssen wir einfach mal Videos für sich sprechen lassen auch. Ja. Also wir haben ja wir sind ja erst, gerade mit Komodo waren. Genau, das war gleich am nächsten Tag, nachdem wir angekommen waren. Da haben wir uns mit dem Jack getroffen, der uns da geguided hat. Mhm. Das war echt super cool Glück. Super Glück. Ja, super cool, dass wir den da getroffen haben. Super cooles Glück. Können wir euch gerne auch den Link zu seinem Facebook-Profil vielleicht einblenden. Dann könnt ihr euch den selber mal anschauen. Das ist ein Guide, den kann man da, der kennt da Hunds und Kunz. Genau, der organisiert das so, wie du es haben willst. Du kannst mit ihm das absprechen. Genau. Wir haben gesagt, hör zu, das wollen wir machen, das wollen wir überleben. Mhm. Und alles hat super geklappt, hat uns abgeholt und abholen lassen und hat alles für uns organisiert gemacht. Da gab es Essen auf dem Boot und war super cool. Ihr seht das ja in den Videos hier, wir haben ein paar Dinge mal zusammengeschnitten. Während wir hier weiter erzählen, könnt ihr euch so ein paar Dinge halt anschauen. Genau. Und die Links dazu, wo ihr die kompletten Videos ja auch findet,
die wir in der Vergangenheit ja online gestellt haben. Da könnt ihr auch gerne nochmal schauen, wer da vielleicht noch nicht gestöbert hat. Ja. Auf der Seite. Genau. Dann sind wir erstmal nach Rinka gefahren mit einem Zuckerschiffchen, echt so ein Piratenschiff mit kleinen Kojen drin und war echt cool. Die Crew war auch voll cool. Ja, dann kommt man da auf so eine Insel, denkt, oh Gott, hier rennen jetzt die Riesen. Vorher noch ein Schild, so Crocodiles, aware of the Crocodiles. Und ja, kommt man da an halt, ein Guide mit so einem Stock in der Hand, läuft man dann los und sieht diese Riesentiere dann halt da rumliegen. Und boah, das ist echt heftig. Und die ganze Insel ist einfach so wie Jurassic Park. Genau, denkst, schon das Tor vorne ist ja sehr ähnlich wie Jurassic Park, wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wo Jamie dazwischen steht. Das ist schon ein tolles Erlebnis, also auch gerade für Jamie. Ja, Jamie, das ist jetzt noch nicht ganz so gesehen. Klar, ist noch kleiner halt, ihr seht eben nur diese Tiere. Aber ich finde immer, dass das formt einen ja als Mensch. Klar. Solche Erlebnisse, solche Sachen, das formt einen einfach mal. Sie nimmt es einfach schon mit und sagt, okay, habe ich gesehen, weiß, große Tiere, Insel, schönes Erlebnis, schönes, wir hatten auch die ganze Zeit tolles Wetter. Also es hat alles gepasst auf der Seite. Das Einzige war halt noch nicht ganz so, es war auch nicht richtig die Season für die ganzen Tiere, die da normalerweise zu sehen sind. Mhm. Er hat erzählt, dass noch Buffalos und Monkeys viel mehr und Krokodile und so und Wasser. Schlangen, und paar. Schlangen und so. Das hat auch ganz gut, dass wir nicht gesehen haben. Ein paar Dinge muss man nicht haben. Aber wir hatten echt Glück. Wir haben echt 5, 6, 7 gesehen. Richtig, war echt schön. Ja, weiter ging die Tour dann halt ja zu den fliegenden Füchsen. Abends erst, also wir sind am Nachmittag dann erstmal auf so eine kleine Beach gefahren, lustige Dinge gemacht auf dem Schiff, bis die Abenddämmerung eingesetzt hat, dann sind wir dort von der Insel abgelegt wieder in Richtung einer kleinen Insel, die mitten so im Meer liegt, gefahren. Ofenbäume halt. Genau, siehst die Sonne dahinter untergehen und plötzlich denkt man. Ich dachte ehrlich gesagt, okay, wir sehen jetzt vielleicht 3, 4 sehen wir da so rausfliegen und auf einmal geht das voll los. Ja. Fliegen da Scharen weiter aus dem Baum, irgendwie so einer so einen Sack aufgemacht hätte. Genau. Wenn einer sagt, so Armbrot essen und tausende von diesen fliegenden Füchsen sind ja so wie Batman im Abendhimmel so zu sehen. Fledermausartige Wesen, schon größer. Das ist auch so geil, dass mit diesem roten Licht, cool. Abendsonne. Und dieses Erlebnis das vergisst toll. Man nie, das ist so schön. Auch die Bilder, Video seht ihr ja hier auch gerade nebenbei. Wie das da halt entsprechend aussah. Und dann passt das schon. Ja, wie gesagt, die fliegenden Füchse war ein schönes Erlebnis abends, dann zurück. Sonne war weg, nachts mit so einem Boot, den Mondschein so drüber. Auch für Jamie. Kinder geschlafen in unten. Ja, genau. Die Rücktour, das war schon ein tolles Erlebnis. Aber es war gespickt mit vielen Erlebnissen, halt die Tour im Komodo Nationalpark, weil ein paar ganz besondere Wesen auch noch im Wasser auf uns gewartet haben. Genau, nämlich die Manta-Rochen. Genau. Und wir haben auch wieder Riesenglück, muss man ja sagen. Ne? Der Kapitän von dem Boot, wo wir mit unterwegs waren, sagte, okay, man kann es nicht garantieren, die Manta so richtig zu finden. Die kennen so das Gebiet, wo sie ab und zu mal zu sehen sind, aber klar, du kannst es nicht garantieren, da sind eben freie Tiere und die sind da oder nicht da. Also sagt, manchmal sieht man in 4, 5 Tiere, 6, 7 Tiere, aber als wir dann da so langsam in die Richtung kamen, wurde er schon immer nervöser, die ganze Besatzung, weil man im Hintergrund schon... Aber Jamie auch, das war echt arg. Dann fährt er so aufs Meer raus und dann plötzlich denkt man so, okay, jetzt sind hier irgendwo die Manta-Rochen so und dann sieht man so eine Flosse irgendwann auftauchen. Ja, weil die so abdrehen und dann sind sie immer im Kreis geschwommen, so und man kam die Flossen so raus. Ja, erst war einer zu sehen und dann von allen Seiten, es war so schön. Ein Riesenschwarm. Sind da im Meer getanzt und der Wasser so cool. Und selbst, dass der Kapitän uns High Five geben musste, weil er sagt, hey, ist echt ein Glückstag, so viele Tiere auf einmal. Hat sich voll gefreut, voll süß. Das ist auch immer das Geile, wenn du so einen Captain hast, der dann auch so dafür lebt, sondern dass ich dann so auf sich voll freuen kann und so alles jeden Tag haben könnte, aber das war echt schön. Also Jack war echt ein cooler Typ. Und dann ins Meer zu gehen da, ist auch für mich was. Also man geht erstmal, man denkt, oh, das Wasser ist da etwas kühler denn so mitten im Wasser, tauchst da ab und hast ja diese riesen Mantas plötzlich so vor dir direkt. Die schwimmen so auf dich zu und nehmen dich gar nicht so die voll. Die dann so aufgehen. denkt man im ersten Moment, was jetzt? Aber man muss sich erinnern, ey, die essen ja nur Plankton und so ein Kleinzeugs. Die wollen nichts von dir. Und schwammen dann richtig schön um einen drumherum. Und schön zu sehen, dass Jack, wie unser Guide, sich dann auch eine Schwimmweste geschnappt hat, weil er selber nicht schwimmen kann, aber um die Tiere mal zu sehen. Ja. Schön eingeschnürt in der Schwimmweste und mal mit dir dann nochmal ein Stück schnorcheln, um die Tiere. Das war echt super schön. Auch wenn man oben drüber ist, so schwebt im Wasser und nochmal schwimmen dann diese ganzen Manta-Rochen. Seht ihr ja hier in dem Video. Genau, nebenan. Das ist echt crazy. Das ist echt ein geiles Erlebnis. Also. Absolut, die schweben schön da durchs Wasser. Ja. Das passt dann schon.
Ja, wieder ein weiteres tolles Erlebnis da im Komodo-Nationalpark, wie die ganze Gegend. Aber da waren ja auch noch Schnorcheln und das ist echt genial. Ja. Also die ganzen bunten Fische und die Korallen, Riffe und boah, das ist echt. Gab es da ein cooles Ressort, was Jack einmal aufgetan hat, da waren eine Menge Fische, seht ihr auch in das Video dazu. Diese Sarai. Und auch eine Bucht, in dem... Ja, wir sind dann plötzlich so rumgelaufen am Strand, knietief im Wasser. Vorher mittendrin im Meer gewesen, dachte ich mir auch schon so, wenn er zum Heimweh kommt, wer war das so ein Hai? Und plötzlich, man steht dann mit den Kindern knietief im Wasser, spielt da rum und plötzlich denkst du, was ist das? Ja, man sieht die Flosse, typische Bewegung, könnte ein Hai sein, Kopf unter Wasser, oh, ist ein Hai. Das war krass. Aber zum Glück war er nur recht klein, vielleicht so lang, vielleicht von der Größe. Die Bewegung ist gleich, es ist schon besonders viel. Aber im ersten Moment schon so ein Huch. Ja, so dass man da also auch ganz tolle, auch für die Kinder ganz tolle Tiere, Erlebnisse, was man alles unter Wasser gesehen hat, das kann man irgendwie gar nicht vermitteln, wenn man das nicht selber sieht. Das muss man selber sehen, das ist schon so halt. Aber leider. Irgendwann geht immer die Zeit vorbei. Genau. Weil noch leben wir das ja nicht so ganz. Genau, noch ist das Business nicht so stark, dass wir sagen, man ist ständig unterwegs. Bleiben und unterwegs sein. Also musste man irgendwann wieder sein Köfferlein packen, zurückfliegen nach Bali, erstmal einen Step, einen Tag da noch verbracht. Ich glaube sogar zwei, weil wir es mit einem Peiltag. Ja, der Flug hat nicht ganz so gepasst. Ein Tag Overstay für mich dann, was dann am Flughafen nochmal zu der ein oder anderen Verwicklung geführt hat. Aber alles gut. Dann hieß es erstmal zurück nach Germany im Juli, Anfang Juli. Da ist irgendwann auf die Idee gekommen, es haben wir so viel geiles Material, Videos zu einfach teilen. Dann hat es die Idee entstanden, dann YouTube zu machen. Ja. Genau. Das wirklich in YouTube dann halt zu bringen. Halt auch nochmal so einen Push bekommen halt durch die Bilder, wenn man sich die anschaut. Und in Deutschland ging es dann einfach auch schneller mit der Online-Anbindung, dass man die ersten Videos schneidet, macht und tut und die dann halt online stellt. Genau. Dazu gab es ein paar Termine. Ein paar Shootings, ein paar kleines Model und ein paar Kooperationen auch schon mal so geguckt, was passt zu uns und was wollen wir machen. Aber dass die Zeit uns nicht zu lang wird, so haben wir die Zeit uns so kurz wie möglich gehalten in Deutschland. Genau, weil im August ging es dann wieder los mit unserem coolen roten Bus auf nach Korsika. Die Bilder seht ihr ja hier mal, den coolen Bus mit unserem Aufkleber vorne drauf, der auch immer für viel Freude gesorgt hat, egal wo wir aufgetaucht sind. Hey, coole Familie, ob schon in der Fähre, die Arbeiter dort, hey, Daumen nach oben. Oder Leute unterwegs, die dann gleich geguckt haben. Und das ist eben das Simple Life, wirklich so, wie man das gerne hat. Du hast nur die Sachen dabei, die du auch wirklich dabei hast. Also klar, aber nur so ein paar Dinge, passt ja nicht viel rein in so einen Bus, einen kleinen Kocher und es ist völlig ausreichend. Da kann man echt mal auch sehen, verwöhnt wir sind, das war eigentlich im Grunde genommen gar nicht, was wir brauchen. Ja. Das sind eher dann so die Erlebnisse, auch mit den Kindern zusammen zu sein, die Freiheit, das einfache Leben da also auf der Insel. Für mich auch das Coolste, wirklich mit dem Bus einfach loszufahren, irgendwo anzuhalten und sagen, so, wir bleiben heute ein oder zwei Tage. Ja. Gerade um Velasimius, so diese Buchten dort, diese Abendstimmung, die Lichter, Das ist wo auch das Shooting für den Kooperationspartner gemacht haben. Halt so. Ja, und Jack Hauer eingeladen, das war ganz cool. Das sind ganz tolle Bilder dabei rausgekommen halt. Und das da auch können wir auch mal Video schön, ja. Haben wir unser Bus vielleicht, das Video könnt ihr euch nochmal anschauen, den Link dazu. Und von Jack Hauer das Shooting dazu, was ja auch cool ist halt auf der Seite. Haben Freunde getroffen, die wir jedes Jahr bis jetzt dann die letzten Jahre besucht haben in Velasimius. Wir waren letztes Jahr schon in Velasimius und haben ja diese coole Familie getroffen mit den beiden Töchtern und dem Sohn. Und sie stellen mich so ein bisschen unter Cockpit in die kleinere und das war echt so süß. Ja, also es ist schon süß, die beiden zusammen zu sehen. Und jetzt ein Jahr später, das war, als wenn da gar kein Jahr dazwischen lag. Die haben uns eigentlich total herzlich empfangen am Abend. Eine echte italienische Romanze. Ja. Das ist wirklich so, die Kinder da zu sehen, das ist echt toll. Halt. So diese Freude, sich wiederzusehen und gleich wieder auf demselben Level zu sein wie vor einem Jahr. Zu kabbeln, so rumzualbern, zu machen, zu tun, so wie Kinder das halt eben so ihre Freude ausdrücken darüber, wenn sie jemanden mögen. Und das war da wirklich super schön zu sehen halt, mit den Kids. Na? Mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder hinfahren. Ganz bestimmt. Wir müssen mal reinkommen. Die kurz besuchen. Mal wieder sehen, wie sich auch die Kinder entwickeln, das ist auch krass für zu sehen. Ja, ein Jahr, das ist dann echt schon so. Ein paar coole Buchten, dann noch weiter. Die Gias, da gibt es auch ein paar coole Bilder und Videos von. Das sind so mit die schönsten Buchten, die wir bis jetzt da so auf Sardinien auch gesehen haben.
weil da auch für eine Veränderung, also nicht so nur Sand ist, sondern es gibt eben ein paar vorgelagerte Felsen, es gibt ein kleines Riff, es gibt Sand, es gibt alles. Und das macht es dann eben schön, als wenn man nur so einen flachen Sandstrand hat. Und die Umgebung drumherum passt halt auch. Ne? Du hast diese naturbelassenen, auch die Straßen so in den Felsen drin. Das ist schön. Hast keine Hotelburgen oder so. Hast du da eigentlich eh selten. Das ist echt schön. Was ein bisschen trotz jetzt gekommen ist, untergegangen ist, war dass wir vorher ja noch auf Korsika waren. Stimmt. War jetzt auch nicht so das absolute Highlight der Reise. Es gibt auch ein paar schöne Ecken. Ja, aber komplizierter. Wenn man jetzt schon noch bei Linien vorher war und das dann so sieht, dann nimmt man so, Und zwar komplizierter auch mit dem Bus irgendwo zu stehen, als wenn man mal ein schönes, freies Plätzchen gefunden hat, wo nichts ist am Meer. Standen wir da wirklich mal in so echt mega geile Ecke, haben unser Abendessen gemacht, die Handtücher schon hingehängt und so, uns haben es niedergelassen. Kam dann einer eingefahren, hat gesagt, hier kann man nicht bleiben. Am Tag über darf man mit dem Bus am Strand da rumfahren. Aber wenigstens 8 nachts, dann sind die Pflanzen nicht geschützt. Das konnte er nicht erklären, aber er sagt einfach, es ist so. Ihr müsst jetzt hier weg, können wir auch essen dann, gehen. Wir hatten dann am Tisch irgendwie voll das Feuerchen am Bus, den hat er zum Glück nicht gesehen. Ich dachte, was er das gesehen. Aber dafür haben wir uns ja noch schön festgefahren, weil es wurde schon dunkel und dann auf so Dünen und Sand mit dem Bus. Das war nicht ganz einfach. Ich habe leider keine Fotos gemacht, aber das war geil. Alle Handtücher runtergestopft, ausgebuddelt da. Stöcke gesucht. Kenne so aus, staubig. Aber sie hatte Mitleid mit mir, dass sie es nicht gefilmt hat. Irgendwann haben wir eine freigeruckelt. Und haben uns ein Plätzchen über Nacht gesucht und dann ging es auch schon mal drüber nach Sardinien. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass wir auch auf Korsika zwischendrin waren. Aber da haben wir jetzt nicht so die Erinnerung, finde ich. Muss man jetzt auch nicht unbedingt nochmal zurückgehen. Nö, das stimmt. Ja, irgendwann hieß es dann auch wieder durch die Nacht über die Berge Sardiniens in Richtung Olbia zu kommen. Auch nochmal ein bisschen spannend. Lustige Geschichten, Link, wie immer, oben könnt ihr finden, halt, wen es interessiert, was so alles passiert ist noch. Zurück nach Deutschland. Die Tour. Aber auch ein paar spannende Dinge erlebt. Ja. Also wir haben ja Benny und Sandy getroffen. Ja. Super coole Inspiration. Mhm. Echt, das war. Das war ein cooles Treffen. So. Wir waren ja erst so ein bisschen privat nochmal zusammen, haben zusammen gegessen, waren dann mit der Community ihres Treffens dort in Stuttgart halt zusammen. Das ist sehr inspirierend und sehr herzerfrischend, wie natürlich die beiden oder die drei mit dem Liam ja auch sind. Und das ist was, wo wir sicherlich den Kontakt auch halten. Wo immer mal wieder im Austausch sind, was macht ihr, was machen wir, welche Ideen gibt es auch so. Nee, das ist schön zu sehen, dass es so Menschen gibt, die genauso ticken und wo es auch gleich von Anfang an so, dack. Ja, man hat einfach eine Wellenlänge, ne? Du musst nichts erklären, du musst dich rechtfertigen, wie sonst meistens, da kommen viele Fragen, wieso, wie könnt ihr das nur machen und so. Das war einfach alles sofort klar und war echt schön, auch die Leute, die da waren. Alle super. Zum Teil war echt super cool. Genau. Und so ein bisschen Veränderung im Leben, man muss ja immer gucken, dass es auch weitergeht. Wir haben ein paar Shootings noch in der Zeit, auch als Family gehabt. Ich war nach Hamburg gereist, um dort mal halt ein paar Bilder vielleicht zu machen. Vielleicht die nächsten Dieter nochmal. Genau, die jetzt gerade aufgebrochen sind, die Familie auf Weltreise. Der eine oder andere sicherlich, da haben wir auch ein Video, wo wir da zu Besuch waren. Das Schöne im Spontan, ne? Wir sagen, wir sind in Hamburg, wo wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen, hat sie gleich gesagt, hey, könnt ihr mal uns übernachten? Dann haben wir festgestellt, wir müssen noch einen Tag länger in Hamburg bleiben. Wir müssen eigentlich zwei Tage bei euch bleiben. Auch kein Problem. Konnten dort halt die zwei Tage campieren. Konnten da rein und rausgehen, wie wir halt das brauchten. Das war schön und dafür auch nochmal vielen Dank. Und alles Gute auf eurer Weltreise aktuell, die wir hier und da sehen. Ein bisschen noch vom Balkan, was da so abgeht bei euch. Ja. Und wünsche natürlich, dass ihr da coole Erlebnisse für die Kids insbesondere auch mitnehmt und eine coole Zeit halt habt. Dann mussten wir irgendwann wieder aus Stuttgart weggezogen. Genau, wir wollten uns ja ein bisschen verändern, ein bisschen ländlicher, ein bisschen mehr Ruhe für die Kinder, mehr Platz für Sydney, den alten Hund. Ja. Ein bisschen auch mehr auslaufen, ein bisschen Lebensfreude auch in seinem hohen Alter noch zu haben. Und das ist ja echt cool, dass du hier einfach deine Ruhe hast. Du hast die weiten Wiesen, Wald hinten dran und kannst dich ja einfach auch, Und das Ganze für die Hälfte von dem, was man vorher in Stuttgart bezahlt hat. Genau. Von daher ist das toll. Mit Riesengarten, mit Spielplatz für die Kinder. Ja. So, dass wir hier jetzt erstmal eine Base noch haben, wenn wir in Deutschland sind, was wir so wenig wie möglich sein wollen, aber was halt immer mal wieder nochmal vorkommen wird, weil wir auch hier jetzt weiter gepflegt haben, die Kooperation. Was schwierig war, weil wir hatten keinen Tank, das kann man sich nicht vorstellen, hier in Deutschland zu hocken und die sagen dir, nö. Telekom-Laden, nö. Könnte nichts für uns machen. Vodafone, nö.
Funklösung. Gut, Vodafone, ja, aber zahlst du halt natürlich für, richtig viel für Geld jedes Byte irgendwie was. Ja, für jeden Gigabyte 20 Euro oder was. Das ist es ja dann irgendwie auch nicht am Ende. Und als Digitalnomade schwieriger. Seit ja. 21.12. Ihr habt es vielleicht aber gemerkt. Aber das war echt eine harte Zeit, man kann einfach nichts machen. Ja. Meine Eltern ab und zu besuchen, ja. Die wohnen hier um die Ecke quasi. Oder mal nach Oberhausen gefahren, da im Apple Shop. Ja, einmal alles gesaut, alles gemacht, was irgendwie möglich war. Aber das Schöne an Digitalnomaden, sie zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine Lösung finden am Ende. Ja. Wenn hier nichts geht, muss man eben dahin fahren, wo es geht. Und wenn sie teils mal 2-3 Stunden in Oberhausen da im Zentrum zu verbringen. Oder sein McDonald's-Brei zu machen. Ja, Apple Store schon dann eine gute Upload-Geschwindigkeit hergibt. Ja. Also als Tipp auch, wer mal was unterwegs abzuladen hat, Apple Store, gute Konnektivität. Ja, da vorhin klatscht, funzelt. Ja, und wir haben die Möglichkeit, die Zeit eben auch genutzt, mit Kooperationspartnern länger zusammenzukommen. Ja. Haben dort also 3-4 gute Themen jetzt ja, mit denen wir schon zusammenarbeiten, wo wir was zu gemacht haben, wo wir weiterhin noch was machen, auf den nächsten Touren auch was machen, was uns ja hilft, so weiter vorwärts zu kommen, was den Kooperationspartnern hilft, halt so das eine oder andere halt auch zu machen. Haben ein paar Freelancer-Jobs in der Zeit jetzt mit dazu genommen, dass genau, wir ein paar Dinge schreiben. Unterwegs auch was arbeiten können. Das macht ja durchaus Sinn, dass man. Und die Kinder hatten wir ja dann noch Geburtstag. Ja, stimmt. Habt ihr auch ein cooles Video. Jamies Geburtstag ging ein bisschen unter, weil da haben wir ja ein bisschen genau am D-Tag umgezogen und abends dann noch oder nachmittags noch Geburtstag gefeiert. Ja, so. Aber Julis haben wir dafür ein bisschen größer gefeiert. Jamie hatte davor die Jahre dafür ja bombastische Geburtstage. Ja, kann er nicht meckern. Und jetzt ist mal ein Jahr, wo es ein bisschen geringer war, aber. The Ladybug wurde 2, haben wir da auch noch ein cooles Video. Absolut. Ging ein bisschen ausgeartet. Aber wie das eben so ist, und das war echt cool. Wenn man wild and free ist, dann ist das auch mal, dass das ein bisschen ausartet auf der Seite. Ne? Genau. Jetzt sitzen wir ja hier, Weihnachtszeit. Weihnachtszeit. So ein bisschen Zeit, sich zu besinnen, ein bisschen zu gucken, was ist das Jahr passiert und wie Situation aus. Haben auch ein cooles Weihnachtsvideo gemacht für einen Kooperationspartner. Aber alles in allem kann man sagen, war echt ein super geiles Jahr. Ja, und der Start als Digitalnomaden, dieses Freie, du hast deinen Job gekündigt, ich habe mich auch verändert in meinen ganzen Dingen so. Und ja, jetzt schauen wir ins Jahr 2017 und gucken auch schon, wo es wieder hingeht jetzt. Ja. Nämlich erstmal wieder mit dem Bus auf die Kanaren, einfach diese Freiheit leben. Genau, und das wird der nächste Step sein, die Kanaren zu besuchen. Es gibt ja da viele schöne Inseln, wir haben schon mal so ein bisschen geguckt, viele Beaches, viele gute Dinge, wo man auch viel machen kann, wo man viel erleben kann, viele schöne Aufnahmen, Bilder und alles Mögliche findet halt. Und eben damit da so ein bisschen zu überspringen. Ja, und das Wichtigste halt wirklich wieder mit dem Bus. Free, einfach barfuß am Strand, das ist das Schönste. Kein Ressort, kein Hotel oder sowas. Sondern wirklich so entscheiden, wie man möchte, das zu tun, anzuhalten, wo man möchte, zu bleiben, wo man möchte und dann weiterzuziehen und sich das weiter anzuschauen. Das lieben die Kinder auch am meisten, das vermissen sie auch, merkt man so über die Zeit. Freiheit einfach, Ja, dass man einfach rausspringt, hurra! Und da gibt es auch viele Themen, die wir auch im Überlegen sind. Jamie hat ja einen großen Traum. Genau, er wird ja schon immer so gerne nach Madagaskar, weil es da eben so viele Tiere gibt. Auch diesen Film natürlich. Das schauen wir uns mal an. Go Wild. Go Wild, ja, da zeigen sie immer viele Tiere. Und es gibt eben, hat er gesagt zu uns, hey, jetzt keine giftigen Tiere, da müssen wir unbedingt hin. Und stimmt. Und das stimmt auch. Und es gibt krasse Tiere, ein paar haben wir ja in seinem Jamies-Kanal. Die man eigentlich so, die eigentlich geläufig sind. Wo wir auch dachten, Ei, bist du sicher, dass es Ei ist? Ja, guck mal, Jamies Adventures and Animals, findet auch in unserer Playlist. Da könnt ihr euch mal sehen, was für coole Tiere Jamie ausgegraben hat, die ich auch nicht kannte. Und die eben mal live zu sehen, da wo sie leben, das ist eigentlich unser Traum. Und ich denke mal, da wird es auch bald hingehen, dann mal gucken, 2017, Und dann die eine oder andere Region noch, da gibt es noch nicht ganz konkrete Ideen. Es wird auf jeden Fall warm sein, es wird Meer geben und es wird Beach geben. Absolut, und Tiere. Das sind so die 4 Dinge, die auf jeden Fall da sein müssen. Und eine relative Freiheit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach, wir sind nicht mehr angewiesen auf, wenn du Zeit hast mit deinem Job oder irgendwas. Wir können einfach, ich glaube, die Welt steht uns offen. Wir können hin, wo wir wollen. Ja. Uns Zeit lassen, auch länger da bleiben, einfach genießen und das ist einfach echt schön. Wichtig, wir werden noch verfestigen das Thema, da wird es aber nochmal ein extra Video auch wieder noch zu geben zum Thema Homeschooling. Dass das eben auf der Reise auch immer mit dabei bleibt. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil da sind immer viele so, was macht ihr mit den Kindern und. Aber da werdet ihr immer mal zwischendrin auch noch sehen, wie man das umsetzt, wie wir es umsetzen und welche Möglichkeiten wir dort nutzen. Ja, und auch immer mal ein Video, warum wir reisen, was es uns macht oder was es uns gibt. Ja, so diese ganzen inneren Einstellungen und die Wege, wie kommen wir dahin und auch Hilfestellung, wer was wissen möchte.
Und wir werden weiter an unserem Business arbeiten, sowohl was die Kooperationen angeht, was die Freelancer-Dinge angeht, was auch vielleicht Coaching-Dinge angeht und so eine Dinge, die ja wichtig sind und wo wir auch immer wieder Fragen hören, wie kann man das ändern, wie kann man das machen, welche Veränderungen mit der Erfahrung, die wir haben. Da kann man sicher viele Tipps geben, viele Motivation auch und ja, da schauen wir gerade, was wir alles machen wollen. Genau. Wird nicht langweilig werden. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass auch viele von euch jetzt dabei bleiben und uns das nächste Jahr begleiten. Ja. Da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Schöne Location und... Ja, wäre auch cool, wenn ihr uns auch noch weiter begleitet und auch noch neue dazukommen. Vielleicht ist auch jemand auf den Kanaren, wenn wir jetzt dann da sind bald. Wäre auch cool, sich mal zu treffen, sich auszutauschen. Mhm. Also immer... Immer schön, ja, wenn man mal Leute trifft, die denselben Mindset, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, verfolgen. Ohne, dass man halt so eine starre Gruppe halt hat, sondern dass man sich einfach mal trifft, einen Abend mal erzählt, ein Feuerchen sitzt oder irgendetwas macht, ein Weinchen trinkt und einfach mal, was machst du, was ist erfolgreich, was nicht so erfolgreich. Das sind so Dinge, die einen dann sicherlich weiterbringen und die dann auch Spaß machen, ohne dass man irgendwo gezwungen ist, irgendwo zu sein. Ne? Ja, das ist auch cool, Familien mit Kindern, dass die Kinder auch sehen, dass auch andere Familien haben, dass auch Homeschooling machen vielleicht. Ja, das cool dann zu sehen halt. Bei ihren Lieben, egal wo ihr seid in der Welt, ganz viel Spaß und eine schöne Zeit. Ja, und dann geht das Jahr schon wieder zu Ende. Ja, da wird er vielleicht nochmal einen kurzen Jahresabschlussgruß von uns kriegen, aber das war jetzt erstmal so der Rückblick 2016 und der erste Vorblick schon mal ins Jahr 2017. Ja. Und dann gibt es mehr von uns und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr mögt. Liked uns und ihr seid immer dabei. In dem Sinn, wild and free on tour. Und viel Spaß. Ja. Ciao. Ciao.